Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Space 2. Meine Güte, ist das warm draußen. Also, zumindest heute, am Aufnahmetag. Hört ihr das Grollen? Das ist die Hitze. Nein, das sind die Asteroiden hier in diesem Asteroidenfeld, die aneinander schlagen. Finde ich ganz nett gemacht von der Unterhaltung her. So, wir haben ja ein bisschen Probleme mit den Horatio. Inzwischen geht's ja einigermaßen wieder. Wir sind wieder auf dem grünen Zweig, nachdem wir unsere Schlachtschiffe in den Krieg gebracht haben. Unsere ersten Schiffe mittlerer Größe. Und ja, damit haben wir hier mal locker Scorpius erobert. Das war eigentlich ein, wie sagt man, ne? Blitzkrieg? Darf man das sagen? Ich denke schon, das war ein Blitzkrieg. Den haben wir hier zumindest in diesem System sehr schnell entschieden. Ich würde die Schlachtschiffe gerne stationiert lassen, denn weitere Bedrohung droht aus Süden. Und damit wir dem entgehen, bauen wir einfach noch ein paar Schlachtschiffe. Sind eh noch welche in der Queue irgendwo. Und wir haben hier oben auch noch eine Flotte, die ist, die ist nicht so toll. Hier kommen noch weitere Schlachtschiffe. Genau, und wenn die hier sind, dann würde ich gerne Cygnus angreifen. Ich denke, das holen wir uns an. Wir holen uns alles. Die Horatio sind jetzt fällig. Die haben sich selbst eingebrockt. Was siedeln die auch direkt neben uns? Und machen wir einfach mal die nächste Runde. Obwohl, nee, wir müssen erstmal die Flotten bewegen. Dann können wir hier nämlich möglicherweise schon was zusammenlegen. Und die nächste Schlacht einleiten. Ja, das sind drei Schlachtschiffe, das ist ja hervorragend. Dann ist die Flotte ja so, wie ich sie haben wollte, schon bereit. Dann legen wir die beiden auch nochmal zusammen. Wird es ein bisschen übersichtlicher hier. Und dann geht's ab. Obwohl, wartet. Machen wir anders. Wir schicken diese jetzt hierher, weil das ist in einer Runde erledigt. Und diese ist es sogar noch in diesem Zug erledigt. Und diese Flotte, nein, diese, die schicken wir dann hier nach Scorpius zum Verteidigen. Ich denke mal, eine Runde können wir hier überbrücken. Wir könnten direkt schon angreifen. Oder zumindest schon mal bewachen. Und dann, das ist auch noch ein Schlachtschiff. Meine Güte. Ja, wir haben ja doch ein paar gebaut jetzt auch. Dann würde ich sagen, lassen wir aber mal eins hier in diesem Bereich stehen. Von oben droht ja Lumeris in unseren Einflussbereich einzudringen. Beziehungsweise droht nicht nur, das passiert schon. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich mag das gar nicht, wenn Kreise hier solche Dellen bekommen. Vor allem, wenn es eigentlich genau andersrum aussehen müsste. Die Delle müsste eigentlich nach oben gehen. Aber die haben ja auch eine Delle drin. Von daher ist das schon in Ordnung. Aber wir werden uns das nicht gefallen lassen auf lange Sicht. Und darum bleibt das Schlachtschiff oben. Ich denke, mit sechs Schlachtschiffen kommen wir hier unten gegen die Horatio auch klar. Ah, Scorpius muss was Neues bauen. Ah nee, das ist ja auch gerade erst neu übernommen. Und da ist offensichtlich noch gar nichts. Haben die hier nichts? Doch, Drohnennetzwerke sind schon da, nachhaltige Landwirtschaft ist schon da. Von daher machen wir hier mal wieder unser Standardprogramm. Ein bisschen Industrie, ein bisschen von allem, ein bisschen mehr Nahrung, ein bisschen das und noch ein bisschen das. Und dann soll es das erstmal sein. Was haben wir noch? Genau, mehr Produktion, die fertig ist. Noch ein Schiff, das nicht bewegt. Ach ja, genau, die Flotte. Ja, ich lasse sie einfach oben, wie gesagt, in Kais. Und wir beenden die Runde. Weiter geht's. Weiter geht's. Also Endless Space macht mir momentan sehr viel Spaß. Ich denke, man merkt's mir auch an. Und ist ein fantastisches Spiel, kann ich nicht anders sagen. Neues Ereignis, eine schlaue Täuschung, Teil 2. Genau, wir hatten ja diesen Holoplaneten, wo die Oberfläche holographisch war und man unten drunter noch was gesehen hat. Wir haben Wissenschaft ausgegeben, um etwas Interessantes zu entdecken. Und wir haben die Neuralrobotik freigeschaltet. Die Neuralrobotik. Ja, sehr schön. Müssen wir uns gleich mal anschauen, was das Ganze macht. Oh, ich glaube, die bereiten sich schon so ein bisschen drauf vor, uns durch die Blume zu sagen, dass sie einen Konflikt mit uns austragen wollen, um es mal höflich zu formulieren. Verschlagen sind sie. Wir sind stärker als sie, wir sind Opportunisten, aber tolerant. Pass mal auf, ich verlege die Flotte hier von Kais mal ganz schnell nach Placidus. Damit wir da auf jeden Fall eine Verteidigung haben. Dieses System ist, oh Moment mal, Corvus ist ja, jetzt müssen wir eben schauen, warum ist Corvus denn toxisch? Der ist plötzlich kolonisierbar für uns. Wartet jetzt mal kurz, ich schau mal eben nach.
was wir da für eine Technologie erforscht haben. Fast richtig. Fast richtig. So neurale Robotik war das. Da ist sie. Nein, das ist sie nicht. Das ist das, was wir gerade erforschen. Warum finde ich die neurale Robotik nicht? Neuralrobotik, so ist es. Alles klar. Muss ich mir mal genauer anschauen eben. Eine Systemverbesserung, die Luxuslotterie für mehr Zustimmung. Wenn Luxusressourcen vorhanden sind. Und industrielle Zonen für mehr Produktion. Und dann haben wir noch die prädiktive Logistik. Ui, mit plus 20 Produktion pro Planet, das ist natürlich nicht schlecht. Okay, das haben wir gerade bekommen. Dann frage ich mich, seit wann wir schon die toxischen Planeten besiedeln können. Ist mir vielleicht völlig durchgerutscht. Würde sagen, dann bauen wir nochmal schnell ein Siedlerschiff, zwei Ründchen oder lieber beschleunigen. Wir haben gerade so viel, ich beschleunige das einfach mal. Skagoja ist ja auch direkt hier nebenan, dann können wir das Schiff gleich direkt dahin schicken. Hier ist außerdem ein Schlachtschiff fertig. Das starten wir direkt, dann können die beiden hier gleich zusammenkommen. Ah, seht mal, da sind schon wieder neue Schiffe. Bei Scorpius haben die Horatio wieder was stationiert. Ich kann es aber nicht anklicken. Warum kann ich es nicht anklicken? Ich glaube, wir müssen die Runde gleich mal beenden. Eben mal kurz schauen, dass wir nichts verpassen hier. Ah, hier. Der hat auf jeden Fall eine neue Stufe bekommen. Der Held mit dem merkwürdigen Namen. Wir werden uns weiter auf Systemverbesserungen spezialisieren. Zustimmung ist immer gut. Einfluss meine ich. Das ist aber auch gut. Nahrung und Produktion. Nehmen wir zunächst mal das. Und was ist, haben wir hier? Ah genau, das Event ist vorbei, das heißt unsere Forschung ist wieder auf Normalniveau. So, was ist jetzt hier mit Scorpius? Was ist das für eine Flotte? Das würde ich gerne wissen. Ah, Quest, ein Kooperationsquest gibt es wieder. Ein wenig Vorsorge. Nachdem ein tragischer Vorfall mit einer hochgradig ansteckenden Seuche auf einer großen Raumstation in der ganzen Galaxie bekannt wurde, haben die meisten Völker begonnen, sich auf Fortschritte in der Medizin zu konzentrieren. Eine Koalition bietet sogar all denjenigen eine große Belohnung, die medizinische Forschung und Technologie unterstützen, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederholt. Wir sollen den wissenschaftlichen Ausstoß erhöhen. Teilnehmer sind diese vier Parteien. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sophon hier einen Vorsprung haben, da sie ja sehr technologisch ausgerichtet sind. Na mal gucken, vielleicht kriegen wir den zweiten Platz. Es gibt auf jeden Fall Antimaterie zu gewinnen. Wenn wir den zweiten Platz erreichen, 500 Einfluss, aber hier 1000 Gold wäre auch nicht schlecht. Na, wir schauen mal. Vielleicht schaffen wir auch den ersten Platz. Wie hoch ist denn unser Forschungsoutput? Was haben wir denn momentan? 986 pro Runde. Ich weiß jetzt leider nicht, wie wir uns da mit anderen vergleichen gerade. Ich kann das hier nicht auswählen. Was ist denn da los? Ich kann nur angreifen. Das muss ich dann tun. Ach, das ist ein Zivilschiff gewesen. Oh, wir haben Transportflotten zerstört. 900 Gold. Das ist ganz schön viel. Dafür, dass wir einfach mal gar kein Risiko dabei haben. Aber so kann es gehen. Dimitri Lenko hat eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. 10 Zustimmung. Hier, Produktion. Immer Produktion, wenn es geht. Absolut dafür. Flotten bewegen. Tja, wo wollten die hin? Wahrscheinlich nach Cygnus. Vielleicht war es aber auch noch ein Schiff, das unterwegs war zu Scorpius, das wir ja ganz frisch eingenommen haben. Sind weitere Schlachtschiffe fertig geworden. Schon wieder 3 Stück, das ist wirklich viel. Ich glaube, mehr brauchen wir im Moment nicht. Wir starten das direkt mal und wollen dann was anderes machen. Und zwar, wie ist denn die Zustimmung in diesem System? Ekstatisch, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das intergalaktische Technologierefugium. Minus 10% auf Technologiekosten. Ist das was für Sirma? Welcher Planet... Oder welches System
ist denn forschungstechnisch ganz weit vorne. Sol mit Sirma kurz dahinter. Dann würde ich das aber auf Sol bauen. Da wird gerade ein Logistikzentrum gebaut. Da würde ich sagen, das intergalaktische Technologie-Refugium direkt hinterher. Es dauert 21 Runden. Wahrscheinlich versucht das auch jemand anderes. Ja, wir können hier noch die Modernisierung der Stufe 2 bauen. Das sollten wir auch dann mal tun. Das sollten wir eigentlich auf jedem Planeten mal machen. Da, wo jetzt kein Bau ist, könnten wir das eigentlich mal eben reinschieben. Eine Runde dauert das nur. Das ist ja lächerlich wenig. Und dann haben wir alle Systeme schon mal wieder bestückt. Mit, ja, Produktion, mit Projekten. Hier sind zwei Schlachtschiffe jetzt. Die führen wir zusammen. Und da ist das Siedlerschiff. Das fliegen wir jetzt nach Corvus. Sieht so mickrig aus. Ist halt ein kleines Schiff. Hier ist eins fertig. Das fliegen wir dann da oben hin. Ich würde sagen, die Schlachtschiffe immer in Dreiergruppen. Das scheint mir eine ganz sinnvolle Maßnahme zu sein. Hier können wir auch wieder eins starten. Nein. Nein, können wir keins starten, aber hier ist eins fertig. Könnten wir nach Andromeda schicken zur Verteidigung oder auch um hier einzufallen. Ich stell's nach Sol. Sol ist ja unser Heimatsystem. Dort würde ich dann auf jeden Fall auch mal eine dauerhafte Militärpräsenz in Erwägung ziehen. Weitere Schiffe. Genau. Bewachen. Da ist noch ein Schlachtschiff fertig. Das fliegt nur. Da haben wir dann drei. Dann fliegt das. Oh, was ist denn da los? Ach, schaut mal hier. Die Vodiani, genau. Ja, ich habe einen guten Zielort für unser mittleres Schiff gefunden. Es fliegt jetzt hier hin. Da ist nämlich eins von diesen Vodiani-Schiffen. Und die machen hier, glaube ich, auch gerade so eine... Ne, machen sie nicht, aber sie stören halt da. Da müssen wir natürlich Präsenz zeigen. Also, nächste Runde. Ach, ich habe vergessen, Zyklus anzugreifen. Verzeihung. Kommt dann jetzt in der kommenden Runde auf jeden Fall. Denn das nehmen wir den Horatio jetzt weg. Das gehört an uns. Das sind drei Planeten. Voller Horatio allerdings. Kann man eigentlich auch die Bevölkerung auslöschen? Weiß ich gar nicht. Es sind 13 Bevölkerungseinheiten. Ich glaube, die Horatio können sehr schnell Bevölkerung produzieren, da das ja alles Klone sind. So, warum geht's denn hier nicht weiter? Hier steht immer noch warten. Nanu? Was ist denn da jetzt los? Was wird denn jetzt gerade furchtbar kompliziertes da berechnet, das so lange dauert? Vorsichtshalber mal speichern. Tut mir leid, dass ihr das jetzt hier mitbekommt. Scheint sich aufgehängt zu haben. Ja, ich würde sagen, dass ich mal kurz die Aufnahme unterbreche und dann gleich zurück bin. Wir sind in Runde 103 jetzt gerade. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Safe Game geladen und ja, hat sich tatsächlich aufgehängt. Und hier kommt direkt dann auch eine Nachricht. Möglicherweise hat es da bei der Auslieferung der Nachricht gerade gehapert. Wir sind wieder in Runde 103, also nichts passiert. Helfen Sie der Kirche, diesen Krieg zu überleben und wir wären Ihnen auf ewig dankbar. Das würden wir Ihnen nie vergessen. Sie sind verzweifelt. Sie brauchen militärische Unterstützung. Ja, die Vodiani. Gerade noch so gegen gelästert, die hier bei Kanzer stehen. Wo sind die überhaupt? Wir wissen überhaupt nicht, wo die lokalisiert sind auf der Map. Wir könnten ja mal versuchen, mit den Vodiani oder von den Vodiani, da sind sie, yes, Sternkarten zu bekommen. Will you now ask of our faithful?
Das wollen die nicht. Was ist mit denen? Mal gucken, wir könnten ihnen ja Frieden anbieten. Gegen die Karten. Oh, und das wollen sie dann wohl. Das ist in Ordnung. Wir könnten wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was rausholen, da sie hier doch eher positiv dazu eingestellt sind. Wir machen das einfach. Frieden heißt ja nur, dass wir keinen kalten Krieg mehr mit ihnen haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt auf deren Seite plötzlich kämpfen. Aber es stellt uns auf jeden Fall besser gegen die Vodiani. Das ist ja immer schon mal nicht schlecht. Das kostet uns jetzt allerdings auch 563 Einfluss, wenn wir das so vorschlagen. Aber wir kriegen dann die Karte und ich glaube, die könnte noch sehr nützlich sein. Wir kriegen jetzt nicht sofort Antwort. Wir müssen, glaube ich, eine Runde warten, bis wir... Nein, sie haben es direkt gemacht. Okay, dann haben wir den Heimatplaneten der Vodiani entdeckt. War eine arme, aber temperierte Welt, die aufgrund ihrer zerbrechlichen Umwelt bald ausgeschöpft war. Daher sahen sich die Vodiani gezwungen, ins Weltall aufzubrechen und sie leben schon seit langer Zeit auf Schiffen. Obwohl ihre Zivilisation mittlerweile an ihre Archen gebunden ist, bleibt ihre Heimatwelt ein starkes Symbol. Sowohl als Lektion im Umgang mit der Umwelt, als auch Erinnerung an die schwache und groteske Gestalt, die die Vodianer hatten, bevor sie sich dank der virtuellen Technologie weiterentwickeln konnten. Ja, haben wir auch noch ein paar Nebenzivilisationen entdeckt. Die sind schon verbandelt mit den Vodiani, da brauchen wir keine... obwohl, wenn die Vodiani nicht mehr sind... wir machen mal den Erstkontakt und machen auch mal zwei Loblieder. Ach, drei, vier... Machen wir einfach fünf Loblieder. Einfluss haben wir ja nun genug. Wenn die Vodiani tatsächlich gerade einen Krieg in einem Krieg stecken und ausgelöscht werden sollten, dann könnte es ja sein, dass wenn wir bis dahin hier ganz toll oben sind, dass sie uns lieben und vielleicht können wir sie dann assimilieren. Das ist jetzt so der Hintergrundgedanke. Neue Nebenzivilisation, die Aida. Die sind mit den Ungefallenen verwandelt, die wir bisher auch noch gar nicht sehen oder kennen. Jetzt kennen wir sie wahrscheinlich gleich. Dann wollen wir da auch mal den Erstkontakt machen und wir machen mal zwei Loblieder. Fertig. Your proposal pleases us as much as your presence. Ja. The church is glad to accept. Gut, ne, das ist im Grunde nur das, was wir schon wussten, dass sie nämlich den Vorschlag angenommen haben, geteilte Karte und Frieden. Und ja, jetzt haben wir hier auch das schöne Peace-Symbol, wunderbar. Und sie sind herzlich gegenüber uns eingestellt, so soll es das sein. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall eine ganze Menge mehr über die Galaxie. Nur wo die Ungefallenen sind, das wissen wir immer noch nicht. Aber schon interessant. Wir könnten natürlich auch mit den Rift, mit den Rissgeborenen nochmal sprechen. Und fragen, ob die auch ihre Karten mit uns teilen wollen. Ach, das hatte ich noch gar nicht... Ja, ich habe viele Systeme jetzt noch gar nicht angeklickt. Ich denke, wir müssen auch nicht alle einzeln anschauen. Schauen wir mal, die Rissgeborenen. Was sagen Sie dazu? Nichts. Wir können ja da auch mal Frieden auf die Waagschale werfen. Nö, wollen Sie nicht. Ja, dann eben nicht. Dann eben nicht. Tschüss. Was ist mit den Sophon? Yeah? Why are you knocking around? Die finde ich übrigens klasse. Und wir machen da auch mal ein Friedensangebot. Noch nicht so richtig. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen was drauflegen. Wie wäre es mit Blau-Kepling? 20 Einheiten? Immer noch nichts. Imperium. Also Titan benutzen wir nicht so viel. Vielleicht können wir noch Titan drauflegen. Oh ne, aber nicht so viel. Wie wär's so mit... Wie wär's so mit... wie wär's so mit 100? Nee. Klasse. Oh. Dann nehmen wir die Blaukäpplinge wieder raus. Klasse, wie sie immer reagieren. Immer noch, alles klar. Dann machen wir hier mal 80 Titan. Unsere Schiffe laufen ja auf Hyperium, sage ich mal. Die ganzen Module, die wir haben, sind... Na, schade. Aber ich denke mal, mit 90 sind sie dann wohl zufrieden. Das heißt immer noch nicht, dass angenommen wird, ne? Sie sind dann so, ja, mal schauen, könnte wohl sein. Aber wir versuchen es halt erstmal so. Und wir hätten dann auf jeden Fall geteilte Karte und Frieden mit den Sophon. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Vielleicht kann man mit denen später auch mal ein bisschen Technologie
handeln, ne? Das wäre ja schön. Und sie haben angenommen. Die Sophon entwickelten sich auf Hekim, einer felsigen Welt, die um einen blauen Stern kreist. Da ihre Sonne relativ viel Strahlung absondert, gingen die Mutationen und die Evolution des Volkes ungewöhnlich schnell vonstatten. Obwohl ihre Welt kalt ist, erzeugten zahlreiche vulkanische Spalten und Schlote Netzwerke warmer Felsen, Oasen und bewohnbarer Höhlensysteme, in denen sich die Sophon schon früh in ihrer Geschichte dem Studium der Biologie widmen konnten. Ein schöner, langer Satz. Da die natürlichen Energiequellen ihre Atmosphäre nicht verschmutzten, schauten die Sophon schon bald zu den Sternen auf. Ja, sehr schön. Ist gut, auch mal ein paar Freunde hier zu haben. Und dann können wir das hier mal verlassen. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Meine Güte, ja, das sind jetzt die ganzen Sachen, die wir entdeckt haben. Weltraumwolken, das werde ich alles mal löschen. Was ist das hier? Ah, 50% der Galaxie erforscht. Reife Leistung. Und, oh ja, da sind die Sophon. Haben auf jeden Fall was. Und da sind die Ungefallenen. Oder die Umgefallenen. Ja, diese Baumwesen. Schau mal hier, die haben, ne, da kann man das schon so sehen. Die haben so eine andere Art mit den Starlanes hier. Das sind halt Bäume irgendwie. Sehr interessant gemacht. Wirklich, wirklich ganz toll. So, die Sophon sind hier, haben auch ein hübsches Reich. Gegen wen führen denn eigentlich die Krieg, die Vodiani? Kann man das? Das muss ich doch irgendwo sehen können. Diplomatische Beziehung. Da ist Krieg. Gegen die Rissgeborenen. Gegen die Rissgeborenen führen sie Krieg. Okay. Tja, die wollten ja auch nicht mit uns verhandeln. Oder die wollten ja eigentlich unser Angebot nicht mal in Erwägung ziehen. Von daher könnte es ja sein, dass man, weil hier, ich sehe hier so ein Potenzial, sich hierher auszubreiten. Vielleicht führt man gegen die Krieg, wenn man mit den Horatio fertig ist. Mal schauen. Erstmal müssen wir bei den Horatio ja auch noch ein bisschen was vorwärts bringen. Dazu werde ich jetzt hier auf jeden Fall mal die Aktion Einfallen auswählen. Und wir versuchen, Cygnus zu erobern. Sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, die haben aber auch... Nein, sie haben 164 Truppen. 693 bei uns. Haben auch wieder 5 bis 12 Panzer dabei. Oder ja, halt Fahrzeuge, Panzerfahrzeuge oder sowas. Präemptive Bombardierung hat beim letzten Mal gut funktioniert. Das würde ich auch wieder so machen. Zusehen muss allerdings nicht sein. Ich denke, das kennen wir jetzt. Wir werden gleich ein Ergebnis bekommen. Ich muss es tatsächlich erst aufmachen. Ja, auf jeden Fall ein entscheidender Sieg. Wir haben ja so gut wie gar nichts verloren. Und, ja. Das System gehört uns. Cygnus ist unser. Mit jede Menge Horatio. Kann man da nichts machen mit der Bevölkerung? Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Die gibt es ja aber nicht, ne? Ja, okay, also, wir haben jetzt auf jeden Fall drei Planeten voll mit Horatio. Das sind unsere, wie sind die denn von der Zufriedenheit wahrscheinlich? Ja gut, abtrünnig im Moment. Müssen wir mal schauen, das wird sich wohl normalisieren. Wir tun auf jeden Fall mal was für Zustimmung. Ja, vielleicht die Luxuslotterie hier. Haben wir die Luxusressourcen tatsächlich? Jadonix, Transrebe und Blauk... Ja, sehr viele sogar. Also 5 Luxusressourcen, das heißt 5 mal 5... Zustimmung. Das ist ganz ordentlich. Damit müssten wir noch auf einen grünen Zweig hier kommen. Wenn wir es denn gebaut haben. 9 Runden. Ja. Das ist okay. Da können wir drauf warten. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ja einiges geschafft. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, gerne, wie gesagt, Daumen da lassen und auch gerne was schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn du magst. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.